Hallo, herzlich willkommen beim Kunstengel. Heute habe ich wieder ein neues Bild für euch vorbereitet. So oder ähnlich wird es, was ich mit euch zusammen gestalten möchte. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle mitmacht. Ich habe mir wieder ein Aquarellblatt genommen. Das ist etwas günstiger als Pastellpapier. Da nehmt ihr aber bitte die Rückseite wegen der Struktur, weil sonst ist das zu grob. Dann habe ich meine Softpastellkreiden beigelegt hier und dann starten wir. Zuerst nehmt ihr Weiß und macht einen ovalen Flecken aufs Papier. Ihr seht, wie ihr seht, seht ihr nichts. Aber ihr wisst, das ist da. Dann nehmt ihr ein helles Gelb und setzt das außen herum. Seht ihr, jetzt könnt ihr, glaube ich, schon eher was erkennen. Und zieht auch das im Oval herum. Jetzt nehmt ihr ein etwas dunkleres Gelb und setzt mit dem etwas dunkleren Gelb wieder ein Oval an das andere. Ich werde jetzt noch ein etwas dunkleres Gelb nehmen. Aber da nicht ganz so viel. Und jetzt nehme ich ein helles Grün, ein Gelbgrün. Könnt ihr ruhig ein bisschen mehr nehmen. Und ihr seht, ich nehme nicht genau die Kante, sondern versuche ein bisschen ins Flache zu gehen, mal aber nicht komplett das Flache, weil das sonst zu breit wird. Jetzt nehme ich ein etwas dunkleres Grün. Jetzt nehme ich noch ein dunkleres Grün. Da lege ich die Kreide flach hin, weil ich will jetzt Fläche malen. Jetzt macht ihr einmal kurz eure Finger sauber. Jetzt wird gewischt. Ihr haltet das Blatt ein bisschen fest. Manche können sich das auch ankleben. Also ich halte da nicht viel von vom Ankleben. Aber das geht natürlich auch. So, ihr geht zuallererst in das Weiß und vermischt das. Wenn das jetzt ein kleines bisschen gelb wird, das ist vollkommen in Ordnung. Und wischt so, wie ihr gerade die Farben aufgebracht hat, schön nacheinander die Farben. Jetzt nehme ich einen anderen Finger und arbeite noch einmal nach.
Maggi. Einmal die Finger säubern. Ganz wichtig zwischendurch. Und dann setze ich noch einmal ein bisschen Weiß auf, weil ich die Mitte noch ein bisschen heller haben möchte. Finger trocknen. Und einmal abschütteln. Jetzt nehme ich mir ein Blatt Papier und lege das Papier ein kleines bisschen in das Weiß rein. Am besten, ihr legt das Papier direkt am Rand an. Dann habt ihr das 100% waagerecht. Jetzt nehme ich ein Braun und gehe auf dem weißen Papier entlang. Keinen Fall in das Blatt selber rein, weil ich möchte ja den Schatten nicht so intensiv doll haben, sondern nur ganz leicht. Und dann wischt ihr so, wie ihr das jetzt seht, vorsichtig herunter. Macht das nicht zu intensiv, weil das unten drunter ist das ja ziemlich hell. Dann hebt ihr das kurz an, das reicht mir. Und dann habt ihr schon eine Wasserkante. Man kann das halt in Schwarz machen oder ich habe es jetzt in Braun. Ich finde das eigentlich schöner in Braun. So, jetzt setzen wir den Bambus. Da könnt ihr euch die Farbe halt wählen, wie ihr das gerne haben möchtet. Ich nehme Grün, aber ich nehme wieder Olivgrün. Wer mich kennt, weiß, ich mag Oliv. So, ihr setzt kleine Striche, so wie ein Viereck, wie ein Rechteck, ein langes Rechteck mit einem gebogenen Rand. So, jetzt direkt darüber setze ich noch eins und wie ihr seht, lasse ich eine winzig kleine Lücke. Versucht, den Bambus so gerade wie möglich hochzuziehen. Wenn ihr den ein bisschen biegen wollt, dann muss diese Biegung direkt in dem Knick selber vorhanden sein. Und wieder einen kleinen Bogen. Und erst einmal ausmalen. Das gleiche nochmal. Jetzt möchte ich, dass ein kleines bisschen nach rechts hochgeht. Also mache ich die linke Seite ein bisschen breiter hier und die ein bisschen schmaler. Und dadurch bekomme ich automatisch diesen Bogen rein. Jetzt, da noch keine Schattierungen drin sind, gehe ich trotzdem einmal bei und verwische mein Grün. Und denkt dran, legt immer ein Blatt Papier für eure Hände hin, sonst habt ihr eure Hände und Arme ganz voller Kreide. Darauf achten, in der Strichrichtung wischen. Also nicht so, sondern oben, ja klar. So.
schütteln. So, jetzt bringe ich direkt ein paar Schattierungen rein. Das mache ich mit Schwarz, aber vorsichtig mit dem Schwarz sein. Erstmal muss ich hier einmal nachwischen. Und zwar habt ihr auf der von diesem Bambus auf der rechten Seite habt ihr das Licht und auf der linken Seite habt ihr die Dunkelheit. Das heißt, die Schattierungen, die Hauptschattierungen werden auf der linken Seite angebracht, aber ganz dünn. Ihr könnt auch mit einem Braun reingehen oder mit einem dunkleren Grün. Aber ich möchte das so ein bisschen abstrakter und gehe mit Schwarz rein. Aber vorsichtig. So, und ebenfalls in diesem Bereich. Und zwar etwas unterhalb des Bambuses setze ich auch ein bisschen Dunkelheit. Dann gehe ich mit dem Hellen rein. Nehme jetzt Weiß, aber da könnt ihr zum Beispiel Beige nehmen oder einfach einen schönen hellen Farbton. So, wenn ihr jetzt wischt, geht ihr natürlich zuerst in den hellen Bereich. Dann in den Dunkeln. Einmal abschütteln. Jetzt setze ich mit einem hellen Beige in der noch vorhandenen Lücke einen kleinen Streifen. Und verwische das auch ein wenig. Hier ist mir die Kante noch ein bisschen zu groß. Das heißt, hier gehe ich nochmal nach. So, genauso macht ihr jetzt noch einen zweiten oder einen dritten, wie ihr das möchtet.
So, mir reicht das so. Jetzt kommen die Gräser, die daraus wachsen. Und zwar ganz wichtig, die Gräser wachsen immer nur aus diesen Lücken. Niemals hier direkt aus dem Stamm heraus. Ich mache zuallererst nur ein paar Äste, wie ich das halt haben möchte. Dann zeichne ich mir mit, ich werde mal schwarz nehmen, die einzelnen Blätter vor. Da gehe ich jetzt mit Grün, mit einem relativ hellen Grün, mal gucken. Ja, das ist mir zu hell. Das ist mir zu blau. Erstmal ein richtiges Grün finden, was einem auch so fällt. Also gar nicht so einfach. Das ist so ganz schönes, frisches Grün normalerweise. Ja, nehme ich das. Ein bisschen fester aufdrücken. Wird jetzt wieder gemalt. Wenn es mal passiert, dass ihr an eurer Kreide keine Kante habt, dann brecht euch eine Kante. Natürlich müsst ihr auch hier auf Licht und Schatten achten. Für Licht und Schatten nehmt ihr am besten ein Gelb für das Licht. Hier haben wir in dem Bereich das Licht. Also alles, was da zum Licht scheint. Hier haben wir außen das Licht. Hier ebenfalls. Ihr müsst immer schauen, wenn da das Licht ist, was wird vom Licht angestrahlt. Und die andere Seite werde ich mit einem Braun arbeiten, nicht mit Schwarz, weil das wird mir sonst zu dunkel.
und alles verwischen. Bei dem Verwischen wieder darauf achten, in dem hellen Bereich anfangen. Ich gehe jetzt hier noch mal einmal ein bisschen nach, weil die mir ein bisschen zu dünn sind. Und jetzt gehe ich die kleinen Zweige mit dem Wischer nach. Und wird alles wieder abgeschüttelt. So, jetzt machen wir als nächstes die Steine. Fangt mit dem obersten Stein an. Ihr könnt euch überlegen, welche Farben ihr dafür wählt. Wir brauchen nicht einheitlich mit den Farben zu sein. Ihr könnt auch da ein kleines bisschen mit den Farben spielen. Aber legt euch die Farben neben euch, damit ihr immer diese Farben wieder nehmt. Jetzt gehe ich im oberen Bereich. Da, wo das Licht ist, gehe ich ein bisschen heller rein. Im unteren Bereich nehme ich ein dunkleres Grau. Und ich verwische das vorher. Denkt dran, macht ein bisschen sauber euren Wischer. Wenn ihr verwischt, wieder mit dem hellen Bereich anfangen. Und abschütteln. Den nächsten Stein, der wird dann etwas größer. Ich werde jetzt hier ein kleines bisschen Schwarz reinsetzen. Unterhalb des oberen Steins auch schwarz, weil der da im Schattenbereich liegt. Jetzt verwische ich das wieder. Ziehe vorsichtig vom Rand, geht das Schwarz in den Stein rein. Einmal abschütteln, dann sieht man das etwas besser, ob es einem so gefällt oder nicht. Das gefällt mir noch nicht. Wiederhole das Schwarz noch mal ein bisschen deutlicher. Und setze den nächsten Stein. Wenn ich mal ein ganz anderes Grau. Gucken, ob man das merkt. Ich werde nach unten hin immer ein wenig größer. Wieder unterhalb des Steines
eine Schattenkante setzen. Und entgegen dem Licht auch eine Kante. Ich gehe jetzt mal mit Beige rein, ich möchte mal ein bisschen einen etwas anderen Farbton auch rein haben. Gucken, wie das wirkt. Mal abschütteln. Ja, das ist ganz okay. Und einen letzten Stein. Da setze ich einen dicken Brocken. Ich mache ein bisschen Grün mit rein. Der Stein kann ruhig so ein bisschen fleckig sein. Das ist so natürlicher wirkt das. Macht das nicht zu exakt, zu gleichmäßig. Mit dem Beige, das gefällt mir ganz gut. Also werde ich hier überall so ein kleines bisschen von dem Beige noch mit reinsetzen. Abklopfen. So, jetzt möchte ich, dass der im Schatten liegt, im Stein, und im Wasser sich spiegelt. Und da wischt ihr einfach mit dem Finger einmal drüber, vorsichtig. So, jetzt möchte ich, dass eine hauchdünne Wasserkante, weil er liegt ja im Wasser, da der untere Stein aber direkt im Wasser liegt schon ein Stückchen, mache ich natürlich die Wasserkante oben drauf. Werde ich noch auf den Steinen ein kleines bisschen mehr Licht machen. Das halt auch verwischt wird. Aber da ich jetzt in das helle Licht gehe, ein bisschen den Stift sauber machen. Und vorsichtig tupfend wegwischen, das Helle ein bisschen verteilen. So, ich denke, dass das reichen wird. Eben noch unterschreiben. Und so kann es bleiben. Also wenn das nicht Entspannung pur ist, dann weiß ich auch wirklich nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr findet weitere Informationen über mich in der Infobox, wo ihr mich findet und wie ihr mich findet. Wäre auch ganz toll, wenn ihr mich abonniert oder einen Daumen da lasst. Daumen hoch natürlich, nicht runter. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.
Ciao, euer Kunstengel.